Prinzessinnen, Rockstars, Superhelden und jede Menge strahlende Kinderaugen. Das ist der Kindermaskenball der Askö Treskirchen. Eine Tradition, die in der Kinderstadt Treskirchen bei Groß und Klein sehr gut ankommt. Wie ist es denn, so einen Kinderball zu organisieren? Wo sind da die Schwierigkeiten? Na, überhaupt nicht. Es kommt ganz darauf an, wie das ganze Team funktioniert. Jeder macht ein bisschen was und dann passiert einfach alles auf einmal. Und man setzt sich zusammen, bespricht das Ganze und dann führt man es durch. Wir sind natürlich da schon jetzt durch die zig Jahre schon an alles gewöhnt und das funktioniert einwandfrei. Wir haben wieder viele Spiele für die Kinder, heute auch mit Zumba für die Kinder. Und ansonsten viel Spaß und viel Bewegung, weil wir natürlich fast immer die Kleinsten bei uns haben. Und wir bemühen sich natürlich schon seit zig Jahren, hier den Kinderball immer wieder zu veranstalten beziehungsweise in jedem Stadtteil einen Kinderball zu organisieren, wo wir die Mithilfe auch von den Kinderfreunden haben. Wie alle Jahre wird es auch heuer wieder sehr gut angenommen. Es sind schon sehr viele Kinder da. Die Besucher waren schon da, bevor noch wirklich geöffnet wurde, wollten schon die ersten Kinder herein. Der Kinderball ist ja wirklich in jedem Jahr sehr gut besucht. Ist das eine Veranstaltung, auf die Sie als Bürgermeister auch besonders stolz sind? Ja, ich bin darauf stolz, dass wir Kinderstadt sind. Für das arbeiten wir das ganze Jahr mit meinem Team. Und wir sind innovativ in allen Bereichen, nicht nur in den traditionellen Kinderbällen, die heute da vom ASKÖ veranstaltet werden, oder in den anderen Stadtteilen von den Kinderfreunden, sondern überhaupt, wenn ich zurückdenke an dem Jahr, was wir Neuigkeiten braucht, um den ersten eigenen Kinderstadtplan für Kinder beispielsweise, gibt es in ganz Österreich in dieser Form nicht, wo man wirklich einen Plan auch für die Kinder macht. Und das Wichtigste, was wir garantieren wollen, ist, dass Kinder die beste Infrastruktur haben, aber dass sie auch viel Raum in Treskirchen haben, um Spaß zu haben. Und Kinderbälle sind ein Punkt davon. Die Familie ist ja heute auch sehr eindrucksvoll verkleidet. Wie haben Sie denn diese Kostüme ausgewählt? Ja, wir diskutieren das ganz demokratisch nach den Vorlieben natürlich auch der Flora. Und manchmal schaffe ich es sogar, wenn ich nicht andere Termine noch hätte, dass ich mich mit verkleide. Und wir spielen auch viel zu Hause, wir machen Verkleidungen und so. Das ist ein ganz wichtiger pädagogischer Schritt, dass man weiß, dass Verkleidungen wichtig sind. Aber da geht es darum, dass wir miteinander auch als Familie wahrgenommen werden und wir wollen das erleben in der Stadt. Wir haben sehr, sehr viele Veranstaltungen im Kinder, im Fasching alleine, 4 Kinderbälle in allen Stadtteilen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Aber natürlich auch außerhalb der Faschingssaison tut sich hier sehr viel für unsere Kleinen. Und ich glaube, das ist für die Eltern schön, dass sich die Kinder auch im Winter jetzt austoben können. Und die Kinder haben so viel Freude. Das macht sehr, sehr viel Spaß auch zuzuschauen. Als was seid ihr denn heute verkleidet? Rockstar. Supergirl. Du? Tierärztin. Warum kommen Sie denn mit den Kindern zu so einem Ball? Wir sind hier in Treskirchen zu Hause und das ist jedes Jahr Pflicht, hier beim Fasching dabei zu sein.